Hallo und willkommen zurück zu Dai Yang. In der letzten Folge sind wir ja leider gestorben, weil wir da wieder blöde entdeckt wurden. Das Gute war, weil wir unten den Raum erreicht haben, wo die Armbrust drin war und die Panzerung, beziehungsweise die Panzerung aufgehoben haben, haben wir den Quest aktualisiert, dass wir das Lager erkundet haben, abgeschlossen haben zu erkunden. Und das heißt, wir hatten ein Safe-Game an dieser Stelle. Das heißt, ich musste gar nicht mehr den ganzen Weg machen. Ich bin jetzt also einfach nur hier raus. Wir wussten jetzt, dass in diesem einen Raum, wo die Wache davor steht, nichts drin ist. Den habe ich jetzt ausgelassen. Und konnte so ein bisschen besser hier vorbei. Und dann war das ja einfach nur Routine, hier hochzulaufen. Und da würde ich sagen, fahre ich mit dem Fahrstuhl nach oben. Beziehungsweise wir machen es ja schon. Und schauen uns dann mal den... das Hauptgebäude an. So, steht jetzt hier gleich die Wache und guckt uns an. Nein, sie ist weg. Sehr schön. Dann bitte raus. Dankeschön. Die Tür ist immer noch zu. Ist hier gerade keiner? Hier ist gerade keiner. Sehr schön. Das heißt, wir können mal zum Kran. Ja, komm, kletter hoch. Och, meine Güte. Was hier aber hier wieder? Hallo? Geht doch. So, und dann einfach mal. Uah, hat's geschafft. Suchen Sie die Orientierungspunkte. Was haben wir denn jetzt hier? Ich bin hier gerade an einer blöden Stelle. Hier gefällt mir gerade gar nicht, weil der da oben sieht mich immer halb. Was orientiert der mich? Was? Toll, wir kamen gar nicht rein. Wir sind einfach nur noch mal ein bisschen hochgekommen. Gut, aber hier können wir mal gucken, was ist die Aufgabe. Was ist hier neu? Die Ölzeug, gut, Gegenstände. Das und das, 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 alles weg. Herstellen, was können wir herstellen? Neues. Wir können Pfeile herstellen. Okay, wir können jetzt selber Pfeile herstellen. Es könnte als ein Pfeil funktionieren. Es sieht wie einer aus, irgendwie. Trefferschaden gering. Trefferschaden geringer als ein Pfeil. Geht beim Aufprall immer kaputt. Okay, also normaler Pfeil kann man anscheinend wieder einsammeln. Die selbst hergestellten nicht. Und einen Armbrust können wir nicht selbst herstellen, ne? Nee. Hey, auch so idiotisch, warum habe ich die Armbrust überhaupt mitgenommen? Wenn ich eh so auf diesen Öffnet tötet keinen Weg bin, dann brauche ich die Armbrust sowieso für niemanden. Ja gut, vielleicht für Hunde. Ja, wie komme ich jetzt hier? Na hier? Achso, ich wollte ja noch gucken, eine Aufgabe. Das war eigentlich das Hauptziel, warum ich hier eine sichere Ecke gesucht habe. Das haben wir alle abgeschlossen, die hier. Ja, was haben wir hier alles gemacht hier? Hauptsitz, ja. Entdecken Sie den Hauptsitz. Ich frage mich, ob einer der Brüder die Miliz von hier aus anführt. Oh! Vielleicht finden wir hier einen Bruder. Komme ich hier hoch, ohne dass sie mich sehen? Nein, natürlich nicht. Der Hund kriegt mich mit. Wie komme ich denn da am besten rein? Da hinten ist ein Tor, das ist aber bestimmt nur von innen öffnenbar. Sonst wäre es ja witzlos. Mal schauen. Ja, funktioniert. Und hier oben ist nichts. Wir können ein bisschen...
Und da steht auf jeden Fall einer davor vom Tor. Wieso läuft denn der jetzt? Hier ist gut. Kann ich gut erkunden. Komme ich von hier? Mist. Komme ich von hier da rein? Der Zaun hat auf jeden Fall Stacheln oben drauf. Da komme ich also nicht drüber. Ich komme höchstens übers Tor oder über den Haupteingang. Über den Haupteingang, um den aufzumachen, muss ich wahrscheinlich hier in das kleine Häuschen irgendeinen Knopf drücken. Und da ist die ganze Zeit eine Wache drin. Also der einfachste Weg wäre darüber. Muss ich mal schauen. Wenn ich hier übers Geländer springe. Komme ich dann da runter? Ich lasse auch mal die Wache da oben. Die guckt ja gerade genau in die Richtung. Lass die mal weggehen. Genau da lang. Mist, hier komme ich nicht rein. Das ist zu weit weg. Und ich kann hier auf dem Dings lang balancieren? Bestimmt nicht. Deckung bleiben. Aber der sieht mich auch. Gut, alles nicht so optimal hier, wo ich gerade bin. Um hier gut reinzukommen. Mach mal ruhigen hier. Also am ehesten dann doch noch hier bei dem Typen, wenn das Tor überhaupt aufmachbar ist. Ja, es ist aufmachbar. Sieht doch überhaupt nicht, dass ich hier den Stein schmeiße. Und wieder zumachen, damit es nicht auffällt. Oh, hier kommt Dampf raus. Guck mal hier in das Häuschen rein. Aber hier ist ja nur Crafting-Zeug, was mir alles nichts bringt. Kann ich mit dem Zeug überhaupt Pfeile herstellen? Was bräuchte ich denn für einen Pfeil? Nur so interessenhalber. Lederherstellung war schon richtig. Federn, Holz und Schrott. Okay, mit Schrott kann ich was anfangen. Hier. Mit dem Rest nicht wirklich. Da oben ist einer. Ich höre hier irgendwo Verrückter. Hä? Kann ich da drin? Aber das sieht fast auf. Oder hier drin. Gut, hier ist irgendein Knopf, der irgendwas macht. Ich lese mal den Zettel. Kann ich schon wieder eingesperrt sein hier. Gut. Ich lese mal den Zettel durch, was da drauf steht. Achtung! Aufgrund der Durchführung der Ausräucherung in der Kanalisation können giftige Gaslagen in die Nähe der Schächte im Ausräucherungsbereich, siehe Bild unten, auftreten. Es wird empfohlen, sich bis Ende der Ausräucherung von den Schächten fernzuhalten. Der Prozess wird 3 bis 4 Tage dauern. Gut, dann sind das giftige Dämpfe, wo ich gerade drin stand, richtig geil. Machen wir die Tür zu hier.
ich kann eigentlich mal hier, wo ich kann mal hier bin, nochmal speichern. Ja, ich kann mal das rauswerfen, ist egal. So. Und. So. Nochmal gesaved. Falls hier irgendwas schief geht, wissen wir auf jeden Fall, haben wir hier einen sicheren Platz. Gehen wir mal aufs Dach. Oder ist der Typ aufs Dach gegangen? Der Typ ist aufs Dach gegangen. Aber er geht wieder runter. Gut. Und jetzt kommen wir nicht hier rein. Ne, er geht da hinten lang. Ich kann doch nie bis aufs Dach springen von hier aus. Das ist unmöglich. Kann ich mal probieren, aber. Gut, ich bin aufs Geländer gekommen. Nächste. Und das ist verschlossen. Gucken, wo ist die Wache hingegangen? Da oben aufs Dach. Kriegt mich nicht mit. Gut. Nach Räume, wie es aussieht. Toilette. Wasser. Hey. Perfekt. So, gut. Sind wir da. Gut hydriert, geht's weiter. Okay, der steht schon da drüben. Auch verschlossen. Aber hier ist eine Leiter, da komme ich aufs Dächlein, glaube ich, auf dem Dach und eine Luke. Und vielleicht komme ich mit der Luke rein. Ich muss mir nur merken, dass ich den Knopf da noch habe zum Drücken. Ich weiß zwar nicht, was der macht. Aber ich vermute mal, dass das irgendwas mit der Entgiftung zu tun hat. Sieht ja fast aus wie so ein Operationsraum von einem von den Brüdern. Kunden sie den Hauptsitz. Ja, Kunden, gehen wir weiter. Was haben wir hier? Schlüssel für Hauptquartier. Okay, da kommen wir hier aus den Türen raus. Und Zettelchen. 12. September, also ein Tag später nach der Meldung vom Bruder Nummer 2 wegen den Militärsachen. Wegen den Gewehren von der Regierung. Wahrscheinlich die Antwort. Ne, ist auch von Bruder Nummer 2. Jetzt sieh mal. Lieber Bruder Nummer 1, die Ereignisse, die in den letzten 48 Stunden stattgefunden haben, lediglich meine Befürchtungen über die Zukunft dieser Gemeinschaft bestätigt. Diese Insel ist nicht mehr sicher. Die aktuelle Regierung ist für unsere Anforderung taub. Sie verlangt von uns, dass wir für sie ihren schmutzigen Geschäft erledigen, aber sie bieten uns keine Mittel an, um uns zu verteidigen. Ich weiß, dass diese Themen dich stören und dass alles sich im Dorf so anfühlt, als ob man eine leuchtende Zukunft entgegengehen würde. Aber für den Rest der Insel ist es nicht so. Das Attentat auf dich ist nur die Spitze des Eisberges. Das heißt, er spricht von dem, was wir im Prolog gesehen haben. Da hatten wir das andere Mädel da gespielt, die so eine Aufständische war. Und die hat ja versucht, ein Attentat auf Bruder Nummer 1, das ja schief gelaufen ist. Darum musste sie entkommen. Also ist dieser Brief, ich weiß ja nicht, welches Datum wir jetzt haben, ist der Brief auf jeden Fall kurze Zeit nach diesem Attentat gewesen. Also wissen wir, der Attentat war am 12. September. Ja. Ich habe jahrelang all diese Entscheidungen unterstützt. All deine Entscheidungen unterstützt. Trotz meiner Zweifel über Nützlichkeit, trotz der Gefahr, die sie für unsere Gemeinschaft darstellen, habe ich akzeptiert, die Prüfung einzuführen. Ich habe Bruder Nummer 3's Ernennung akzeptiert, obwohl ich dich davon gewarnt habe, ihm die Verwaltung der Ausländer zu überlassen. All meine Sorgen sind gestern Realität geworden. Die Frau, die versucht hat, dich umzubringen, drang in unsere Gemeinde dank denselben Prüfungen, die du ihm zugewiesen hast, ein. Anstatt sie sofort zu erledigen, sobald sie auf der Insel angekommen war, hat Bruder Nummer 3 sie frei herumlaufen lassen, während er in einer seiner lächerlichen Kostüme mit ihr Katz und Maus gespielt hat.
Der Mann, ich sage dir schon am Anfang, ist unkontrollierbar. Der schlechte Einfluss, den er auf die Truppe hat, beunruhigt mich sehr. Einige Söldner, die wir für unsere Miliz angestellt haben, haben angefangen, an seinen kranken Spielen im Süden der Insel teilzunehmen. Schlimmer noch, gestern hat er einen Soldaten gefoltert und umgebracht, weil er glaubt, dass er am Mordversuch teilgenommen hatte. Und ich muss dich daran erinnern, dass Bruder Nummer 3 selbst das Ereignis dieser Prüfung ist. Wenn wir die Gemeinde beschützen wollen, müssen wir die Sache ändern. Wir müssen sinnlose Leute wie Bruder Nummer 3 loswerden und uns von der Abhängigkeit der Regierung befreien. Abgrenzung und Unabhängigkeit sind nicht das gleiche. Bruder Nummer 2. Ah, hier wird nochmal bestätigt, das wussten wir schon, Bruder Nummer 2 und Bruder Nummer 3 sind nicht so gut aufeinander zu sprechen. Wahrscheinlich, wenn die Insel hier so nach Regeln von Bruder Nummer 1 und Bruder Nummer 2 geführt werden, würde hier vielleicht alles sogar ein bisschen anders laufen. Und Bruder Nummer 2 ist halt der, der hier so diesen den kranken Wahnsinn, wenn ich es jetzt einfach mal hier auf die Insel bringt. Okay, jetzt bin ich hier wirklich das Quartier von Bruder Nummer 2 sein, vermute ich mal. Geht nach unten, okay. Gucken wir uns hier erstmal nochmal um. Eine Eule, schön. Tür nach draußen. Badezimmer. Medipack haben wir gerade nicht. Brauchen wir nicht. Irgendwo sind hier noch Bilder. Oh, noch ein Zettel. Lesen wir den auch mal. Notfallbericht. Datum 11. September. Betreff Mordversuch. Also ein Tag vorher. Also wissen wir, der Mordversuch? Mal gucken. Gestern, der Mordversuch hat sich am 10. September ereignet. Also der Prolog. Gestern um 18.30 Uhr versuchte eine Frau der Gemeinde, bekannt als Neir, das war die aus dem Prolog, Bruder Nummer 1 mit einer improvisierten stumpfen Werkzeug umzubringen, nachdem sie sein Haus infiltriert hatte. Bruder Nummer 1 erlitt keine schweren Verletzungen. Nachdem die Leute den Alarm auslösten, konnte die Frau entkommen. Sie wurde in Richtung Süden und im Hafen gesichtet. Im Süden der Insel waren wir da auch schon. Da sind wir eigentlich gestartet. 19.10 Uhr wurde ein Mann, möglicherweise ein Mitverschwörer, gefangen genommen, während er in der Nähe der verlassenen Hafen nördlich vom Leuchtturm anlandete. Um 19.30 Uhr wurde die Frau am gleichen Ort gefunden. Trotz Widerstand nahm Bruder Nummer 3 sie gefangen und verhörte sie. Wir vermuten, dass die Frau unter den Milizmännern Mittäter hatte. Bruder Nummer 3 bemühte sich gerade, ihre Identität zu entdecken. Um 13.30 Uhr am gleichen Tag... Das ist ja dann früher. Wir sind gerade bei 19.30 Uhr, also abends irgendwann, dann 13.30 Uhr am gleichen Tag. Also das ist wahrscheinlich dann eher, ne? Ja. Um 13.30 Uhr am gleichen Tag wurden gewaltsame Angriffe im Arbeitslager gemeldet, in die eine nicht unerhebliche Anzahl an Arbeiter involviert war. Der Aufruhr begann in der Messe. Die Wächter mussten sich wegen der zahlenmäßigen Unterlegenheit in einem sicheren Bereich im Lager zurückziehen. Das waren wir da auch, ne? Da haben wir doch in dem Lager und da den Knopf gedrückt und die ganzen Wilden freigelassen. Um 14.30 Uhr durchdrang eine unbekannte Anzahl an Arbeitern den Eingang des Arbeitslagers. Gleichzeitig geschah vergleichbare Ereignisse im Hafen, gleiche Zeit und Verfahren wie in oben genannten Vorfällen. Um 14.45 Uhr wurde ein Arbeiter beim Funkturm gefunden. Er wurde sofort eliminiert, aber wir behaupten, dass er trotzdem vorher Kontakt mit unbekannten Personen treten konnte. Im Moment ist die Situation im Arbeitslager und im Hafen wieder unter Kontrolle. Suchteams sind unterwegs, um die flüchtlichen Arbeiter ausfindig zu machen. Der Mordversuch fand kurz nach dem Vorfall im Arbeitslager statt, was auf eine mögliche Verbindung der zwei Vorkommnisse hindeutet. Okay, da kann es nicht sein, weil den Mordversuch selbst haben wir ja nicht miterlebt. Bei uns Prolog hat er gestartet direkt nach dem Mordversuch, wo wir also fliehen mussten. Da waren wir das also nicht mit diesem Aufruhr. Gut, nichts Interessantes hier.
Oh, hier geht's in den Keller. Und das sieht ja verheißungsvoll aus, so eine einzelne rote Tür am Ende eines Ganges. Ich bin nicht da. Kacke, da sind übelst viele Leute drin. Das heißt, hier haben wir... Oh, hier sind zu viele Wachen. Das ist so ein kleiner Raum mit drei Wachen und dann auch den Verrückten. Das ist... Da gehe ich erstmal raus und drück mal den Knopf. Vielleicht passiert dann irgendwas. Kann ja sein, dass das Generalknopf ist, der die ganzen Zellen öffnet. Weil wenn dem so ist, dann, oh, da ist ja noch die Treppe nach unten. Stimmt, da gibt es ja noch eine zweite Treppe. Wenn dem so ist, haben wir vielleicht Glück und die verdreschen sich da irgendwie gegenseitig und dezimieren sich ein bisschen und machen Chaos. Und ich kann das irgendwie auch für meine Zwecke nutzen. Sieht mich. Da hinten ist ja auch noch irgendwo. Dieser abgesperrte Bereich da hinten? Nee, das ist bloß. Das ist nichts Besonderes, glaube ich. Ah, hier geht's runter. Aber da ist der Entgiftungstunnel, da können wir also wahrscheinlich nicht rein. Malen wir mal auf die Karte. Ölvorkommen. Verwaltungsgebäude. Auch nichts weiter drin. Okay, das ist auch nochmal direkt der Weg zum Keller. Mal hin zu dem Dings, aber ich glaube nicht, dass wir da reinkommen. Wenn man mache ich hier eigentlich diese Umwege, hätte einfach durchs Haus gehen können, ich habe die ganzen Schlüssel. Ja, das dachte ich mir. Boah, das war ja ganz schön Schaden gemacht. Holy, holy. War hier drin nicht irgendwo ein Medikoffer? Tada. Den essen, den mitnehmen. Und jetzt dort gleich mal den Knopf drücken. Mal gucken, was passiert, wenn wir den Knopf drücken. Ob es entlüftet wird? Es gibt Alarm. Shit. Was? Hab ich gesehen?
Aua. Okay, es wurde nicht entlüftet. Gucken, wie es hier unten aussieht. Denen ist das scheißegal. Hallo. ist gerade ein bisschen chaotisch. Okay, ist gerade niemand da. Vielleicht ist immer noch da. Nee, das wollte ich nicht, ich wollte rennen. Wollen die mir alle? Zumindest zwei folgen mir. Wirklich? Wieso kriegt er den Steinwurf nicht mit? Immer noch einer drin. Meine Güte. Aua. So, ist es hier unten. Mal weg von hier unten, da ist zumindest keiner mehr. Ach, da ist er immer noch. Pissen die sich überhaupt nicht von da unten, oder was? Vor allem, der eine kriegt sofort mit, dass da der Stein gelandet ist, und dem anderen ist das scheißegal. Ich will das machen. Okay, das verstehe ich irgendwie gerade nicht. Warum kriegen die es manchmal sofort mit und manchmal überhaupt nicht? Ist der hier wieder da? Natürlich steht er dort wieder. Ja, keine Ahnung, wie man das hier schaffen soll. Ja klar, ich kann sie alle umbringen, aber das will ich nicht. Weil die... Diesmal gehen die natürlich sofort auf ihren Posten zurück. Nein, warum? Es ist der Stein direkt neben ihm eingeschlagen.
habe ihn sogar getroffen. Das kriegt er mit. Aua. Komm mal aus der Tür raus. Ah, okay, die bleiben hier in dem Keller zwangsläufig drin. Okay, ich gehe so rum, ist mir auch egal. Soll er machen. Ach, abgeschlossen, wirklich. Kann ich die rauslassen? Nee, kann ich nicht. Schaut euch doch mal an, was da ist. Genau. Angucken. Angucken. Okay, diese Steinwerfmechanik ist irgendwie, entweder ist sie verbuggt oder sie funktioniert einfach nicht richtig. Die stehen da immer noch und gucken, was da ist. Und der andere, den hat's dreimal geknallt. Es hat sie nicht einmal gezuckt und dann hat er gesagt, okay, ich gehe jetzt wieder woanders lang. Er steht immer noch dort. Vielleicht kann ich ja jetzt die hier einmal rumziehen ums Haus. Der ist schon wieder da, der ist immer noch hier. Müsste doch hier leer sein. Ja, es ist leer. So, was war das für ein Zettel jetzt? Muss man Medikoffer nehmen hier. So. Ja, die prügeln sich jetzt alle, das ist schön. Vielleicht ist die Tür da hinten auf, das kann sein. Jetzt sind die Wachen tot und ich habe mal auf dem Verrückten am Arsch. Die Frage, was ist jetzt besser? Ich ist immer noch zu. Wow, wo kommt der denn her? Meine Güte! Das ist auch hier, diese Stelle hier. Jetzt rennt er wieder woanders lang. Die Stelle ist hier ein bisschen brechend für die KI. Abgeschlossen schon. Okay, anscheinend. Anscheinend, wo ich jetzt hier bin, komme ich nicht weiter, weil ich kann nicht in diesen Gasding rein, da brauche ich wahrscheinlich die Gasmaske, die habe ich immer noch nicht. Das ist mir eh die Frage, wo ich diese scheiß Gasmaske finde. Und, ach, hier ist eine Leiter, ja. Und, unten komme ich auch nicht weiter, weil die Tür verschlossen ist. Och, meine Güte. So, schließe mich ins Bad ein und gehe jetzt rein.
ich kann auch das hier nehmen. So. Oh, jetzt hat die Folge aber schon sowas von Überlänge. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge hauen wir einfach mal hier ab, weil hier gibt es einfach nichts mehr für uns zu tun, beziehungsweise wir kommen nicht weiter. Doch, ich kann halt das Dokument lesen, das kann ich mal noch machen. Ist das die Gefangenenliste? Datum, 11. September, Zelle 2, Jasmina Isler. Zelle 3, Nur Tiaki. Zelle 4, Doku Akuts. Zelle 5, Tetzna Samderelli. Zelle 7, Pinar Keskin. Ja. Isolationszelle A, Ibrahim Aksoy. Anmerkung, Bruder Nummer 2 verbietet bis auf weiteres den Wächtern die Isolationszelle betreten oder mit den isolierten Gefangenen in Kontakt zu treten. Das ist wahrscheinlich der hinter der, der geschlossenen Tür, die wir nicht durchkommen. Und da müssen wir irgendwo rein. Ich weiß aber noch nicht wie. Was sagen die Aufgabenstellung? Punktum erreichen, Gasmaske finden, Freund finden, Inseln kommen. Gut, das nächste ist einfach nur noch den Funkturm. Mehr können wir gerade hier nicht tun. Dann wird das unser Ziel in der nächsten Folge sein. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge versuchen wir mal hier rauszukommen. Bis dahin. Ciao, ciao.